Hallöchen, liebe Waifus und Husbandos, und herzlich willkommen zu einer weiteren Manga-Review. Wir hatten ja in den letzten Zeiten viel One-Shot-Reviews, weil ich auch irgendwie so in One-Shot-Laune war, konnte man mal einfach so schön weglesen und musste da nicht so viel Zeit für einplanen, die man ja gerne mal nicht hat. Und ich habe mich entschlossen, jetzt einen Manga vorzustellen, der jetzt, ich glaube, in diesem Monat, sprich Juni, nee, Mai, April, Mai war es, glaube ich. Im Mai ist er rausgekommen. Und das war der letzte Band, der dritte Band, also insgesamt drei Bände gibt es davon. Und zwar von Wallman. So, Wallman ist ein Action-Edgy Slice of Life Seinen Manga, der, ja, wobei Slice of Life, na gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen arg übertrieben. Also Slice of Life würde ich es nicht wirklich nennen. Action, Edgy Seinen passt da doch ganz gut. Slice of Life kann man sich jetzt drum streiten, aber ja, es gibt natürlich, ich sag mal, private Szenen von den Charakteren, aber so richtig als Slice of Life würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Egal, es dreht sich, es ist ein von dem Autor Boichi, der unter anderem auch einen Manga gemacht hat, der ebenfalls bei Tokyopop hierzulande rauskommt, und zwar Sanken Rock. So, und der gute Boichi hat zu diesem Sunken Rock noch eine sogenannte Parent Story, also quasi eine Geschichte, die innerhalb der Welt stattfindet und auch nochmal eine kleine Anspielung auf Sunken Rock bringt, aber nicht prinzipiell super wichtig ist für Sunken Rock. Also ihr müsst Sunken Rock nicht gelesen haben und umgekehrt. Das ist also nicht der Fall und das braucht ihr auch nicht. Was ich interessant finde, ist aber, dass es diese Anspielung gemacht wurde, was mir wiederum unglaublich Bock jetzt gemacht hat auf Sunken Rock. Aber das wird wohl wahrscheinlich erstmal noch eine Weile dauern, bis ich das anfange zu sammeln. Wobei, das habe ich, sage ich immer, und danach ist es einen Monat später, dann habe ich es. Also prinzipiell hat es mir unglaublich Bock gemacht auf Sunken Rock. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt heute erstmal Wallman vorstellen. Wallman ist in drei Bänden abgeschlossen. Und ja, wo sollen wir da eigentlich anfangen? Ich fange einfach mal an mit der Storybeschreibung. Die ist eigentlich im Grunde recht simpel. Also es ist so, wir haben unseren Hauptcharakter, einen mittlerweile in die Tage gekommenen alter Mann namens, oder was halt, älterer Mann, namens Jiro. Und Jiro ist, ja, wurde von seinem eigenen Land, also von Japan, verraten und hat aufgehört, Hitman zu sein. Also sprich, also er war früher mal Hitman, wie nennt man das, Auftragskiller, ne? Aber er hat das Ganze an den Nagel gehängt, weil er von seinem eigenen von seinem Vaterland, Japan, verraten wurde. Und jetzt hat er keinen Bock mehr drauf und ist mehr oder weniger in Rente gegangen, kann man fast schon sagen, ne? Zusammen mit seinem Kumpel und auch gleichzeitig irgendwo Kriegskumpan Takashi, oder beziehungsweise auch einfach nur Kubota genannt, ein etwas dickerer, älterer Mann, der jetzt quasi sein Geld damit verdient, Manga zu zeichnen, lebt er zusammen in einer Wohnung, die mehr oder minder davon lebt, von dem Einkommen vom Mangaka Kubota. Und wo sie sich gerne mal öfter drum streiten, warum er eigentlich quasi für alles Geld blechen muss. Nun gut, auf jeden Fall zwei witzige Kumpanen, wo dann, ich sag mal, beide eigentlich sehr, sehr kriegserfahren, sehr, so, also sind sehr, so, sag ich mir doch, kriegserfahren, kann man wirklich so nennen. Und ja, beides Auftragskiller. Nur ist es bei ihm halt was Besonderes, denn sie sind nicht einfach nur irgendwelche Auftragskiller, sondern sie sind sogenannte Wallmen. Und Wallmen sind im Grunde Auftragskiller, die aber aus der Luft auftauchen. Das heißt, sie können überall sein, tun sich mit einem Gerät, das sie um den Bauch haben, mit Seilen von A nach B hangeln, quasi so ein bisschen so ein Gear-Manöver wie bei Attack on Titan, nur halt in realistisch. Und da tun sie sich quasi Wand für Wand abhangeln und springen dann, wie man es eigentlich aus, sagen wir mal, auch aus Hitman, glaube ich, ne, kennt, einfach so durch ein Fenster durch und bringen da Leute um. Eiskalte Killer eigentlich, wenn man es so sieht. Aber prinzipiell sind sie doch tatsächlich, obwohl sie diesen fürchterlichen Job haben, eigentlich sehr sympathische Menschen. So im Grunde. Und im Grunde wäre es auch so weitergegangen, also er wäre nach wie vor in Rente gewesen, bla bla bla, würde nicht eines Tages eine wunderschöne Dame namens Nami
auftauchen, die, wo es sich dann herausstellt, Rache an ihren toten Vater nehmen möchte. Und sie hat halt herausgefunden, dass unser guter Jiro in Wahrheit Master Ku ist. Und Master Ku ist in der Welt der Wallman und auch in der Welt der Auftragskiller ein richtig, richtig hoher Rang und ein richtig toller Name, der bekannt ist. So, und sie möchte von ihm quasi eingeweiht werden in die Kunst der Auftragskiller. Und damit haben wir eigentlich schon mal den ersten Punkt abgehandelt, sozusagen. Also ich möchte auch gar nicht so viel weiter jetzt darüber reden, weil, wie gesagt, man immer Angst hat vor Spoiler und ich will nicht zu viel Spoiler bringen. Deshalb gehen wir mal auf andere Sachen über. Es ist erstens mal eine interessante Geschichte, die sich bei Weitem nicht lange hält. 3 Bände sind nicht allzu viel und es wird, insofern kann ich Slice of Life noch unterschreiben, dass es sich sehr viel um die Charaktere an sich dreht. Was nicht schlimm ist, denn es sind interessante Charaktere, es sind auch mal ältere Charaktere, also wir haben hier nicht irgendwie den krassen 17-Jährigen oder so, sondern das sind schon ältere Herren. Was ich auch mal abwechslungsreich finde, weil sowas ist jetzt nicht mittlerweile, sag ich mal, nicht mehr gang und gäbe und da freut es ihn einen dann doch mal einen etwas älteren Actionhelden so zu sehen. Und auf jeden Fall ist viel Comedy-Einlagen, sie sind sehr verplant, sehr merkwürdiger Humor und prinzipiell immer mal wieder probant hat man genug zu schmunzeln, sag ich mal. Der Mangaka, der Boichi, der ist auch sehr, sehr viel auf Comedy aus, muss man sagen. Reißt einen auch manchmal aus eigentlich sehr seriösen Momenten raus. Finde ich aber jetzt nicht besonders schlimm, weil auch wenn es der Manga versucht, sich ernst zu nehmen, nimmt er doch sich gerne mal einen Freilauf und sagt, okay, aber weißt was, hier soll es jetzt einfach mal lustig sein. Finde ich okay. Stört mich normalerweise. Bei Wallman hat es mich nicht gestört, weil ich einfach die Gags auch gut fand. Sie waren irgendwie stellenweise nicht unnütz und du hast halt bemerkt, dass Boichi einfach so ein Mangaka ist, der einfach frei nach Schnauze sein Werk raushaut, was mir sehr sympathisch ist, weil es sich einfach nicht anfühlt, als würde er jetzt quasi für einen Verlag oder so oder mit einem Verlag großartig drüber reden, was er macht. Natürlich wird er das auch machen, das ist in Japan gang und gäbe, aber ich habe so das Gefühl, dass er, wenn er Bock hatte oder wenn er jetzt sagt, oh ey, guck mal, hier muss ich jetzt einen Pandyshot reinhauen oder so, dann hat er das auch einfach gemacht. Und hier möchte ich jetzt einen Gag haben. Bam, da hat er einen Gag reingehauen. Und es hat irgendwie funktioniert. Ich mag seine Art, seine erzählerische Art, lässt stellenweise ein bisschen zu wünschen übrig, ist aber nicht besonders schlimm für einen Action-Manga, meiner Meinung nach, weil da soll es sich eher um andere Sachen drehen. Auch gut finde ich, er hat einen verdammt geilen Zeichenstil, der auch öfter mal auf 2 Seiten, auf so großen Bildern dargestellt wird, die einfach nur Hammer aussehen. Also richtig, richtig geile Bildkunst und auch, also Bildsprache auch in dem Fall. Was mich auch sehr begeistert hat, ist die Art, wie er mit den Charakteren umgeht. Sie sind alle sehr sympathisch und alle auch sehr, ich sag mal, sehr gesichtsfixierend. Also natürlich hast du da auch mal den ein oder anderen Pantyshot oder was, wo ein bisschen mehr in die Richtung nackte Haut geht. Dennoch muss ich sagen, ist, wie es damals auch schon bei meinem Review zu Battle Angel Alita gemacht habe, wobei das ja nicht wirklich ein Review war, sondern eher ein Preview. Ich habe ja nur den ersten oder die ersten 2 Bände gelesen gehabt bis dato. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, also davon wird auch übrigens noch was kommen, wenn ich mit dem Manga fertig bin, ja, also keine Sorge, das wird auf jeden Fall geben. Ich muss nur mal dazu kommen, das fertig zu lesen. So, zurück. Ich habe damals bei Battle Angel Alita mal dieses schöne Wort Gesichtsporno genannt, ja, und das passt hier ebenfalls, vor allem auf die gute Nami, ein Teufelsstück, das Ding, also wow, sie sieht richtig Hammer aus, muss ich eigentlich mal sagen, also direkt in die Zeichnungen verliebt, in die gute Dame, also ich habe selten so was Hübsches in einem Manga rumlaufen sehen, also boah, da hat er sich echt, muss ich sagen, holle die Waldfee, ja, da bin ich ehrlich, da hat er für mich, das hat für mich einiges getan, weshalb ich auch unbedingt den 2. Band haben wollte. Natürlich wegen der Story, natürlich, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich mag auch die anderen 2, ganz klar. Aber Nami hat für mich echt immer, sobald sie da war, irgendwie die Show gestohlen. Und
Vor allem, sie ist am Anfang ist noch nicht super krass, sie ist sehr anfänger-like und viele wollen jetzt schon wieder hinaus, oh, ja, sie ist halt nur eine Frau und wird halt wieder schlecht dargestellt oder schwächer als die Männer und so. Aber man muss sagen, sie hat ihre Magic Moments in diesen drei Bänden durchaus. Sie hat richtig krasse Momente auch und sie hat auch richtige reinhauende Argumente, sage ich jetzt mal. Also die ist nicht zimperlich, es macht Spaß. Der Manga macht unglaublich Spaß, hat tolle Zeichnungen, eine interessante Story für drei Bände und eine Anspielung auf Sunken Rock für alle Sunken Rock-Fans oder die, die es noch werden wollen. So, im Grunde habe ich eigentlich alles dazu gesagt. Gegen Ende gibt es dann quasi so eine Art, wie man es bei Shonens gerne mal so hat, obwohl es ja kein Shonen ist, aber dieses Shonen-like ist da ein bisschen vorhanden, dieses, wir haben mehrere Gegner, die werden hintereinander abgefrühstückt, ne? Und dann geht's zum Oberboss. Einen Kritikpunkt habe ich, der Endfight war lame. Sau lame, da hast du richtig bemerkt, jetzt musste er schnell den Manga beenden. Leider ist es ein bisschen schade, aber ich hätte es auch irgendwo schlimmer gefunden, wenn dadurch die Kämpfe davor im dritten Band zu kurz gekommen wären, weil die waren auch toll, die waren auch super inszeniert und ja. Und was mein Highlight war neben Nami, war das Setting am Ende, wo sie gekämpft haben. Ich werde nichts verraten, aber es war ein verdammt geiles Setting. Es war mal was anderes. Und wer es gelesen hat, der weiß auch, warum das so geil ist. Beziehungsweise, ich liebe das auch im Privaten. Aber wie gesagt, ich will das jetzt nicht nennen. Aber es ist auf jeden Fall sehr geil. Ich empfehle es euch. Es lohnt sich. Ja, es kostet leider ein bisschen. Es kostet also knapp 10 Euro, 9,95 Euro. Es ist halt in diesem Großformat. Ich muss aber auch sagen, zum Glück. Es ist ähnlich wie bei jetzt zum Beispiel Terraformers. Einfach unglaublich passend, dieses große Format. Ja, es kostet mehr und es ist dadurch natürlich auch ein bisschen schwerer zu kaufen. Aber wenn man englische Manga kauft, hat man sowieso damit kein Problem, weil die kosten pro Band auch in der normalen Größe 10 Euro. Und davon mal abgesehen, es ist wirklich geil, wenn du so einen Zweiseiter hast und der ist richtig schön groß. Es sieht einfach Hammer aus. Kann man so nicht anders sagen. Die Zeichnungen von Boichi sind super, super genial. Mal was anderes. Und wer auf so einen ernsteren Zeichenstil und vor allem halt auf ein bisschen was für die erwachsenere Richtung, wer darauf Bock hat, sollte sich Wallman auf jeden Fall holen und Tokyopop in dem Fall unterstützen, dass vielleicht in Zukunft noch mehr von Boichi rauskommt. Diese drei Bände lohnen sich auf jeden Fall. Und kriegen auf jeden Fall mein Seal of Approval, falls den jemand braucht. Ansonsten, wie gesagt, reingucken, genießen, in sämtlichen Formen und Fasern einfach genießen. Wallman ist eine richtig geile Sache. Drei Bände abgeschlossen und bei Tokyopop in Deutschland komplett jetzt erschienen. Das Ganze ist natürlich ab 18, sollte man vielleicht auch dazu sagen. Ist nicht so ganz zimperlich, aber ich finde jetzt auch nicht so super brutal. Also es hält sich die Waage. Eigentlich, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich eigentlich sagen, stellenweise, dass es ab 16 sein könnte. Aber es gibt ein paar Szenen darin, wo ich dann sage, okay, ja, vielleicht doch 18. Okay, das wär's im Grunde. Das war meine Wallman-Review. Ziemlich kurz, ich weiß. Aber wie gesagt, bei Reviews möchte ich eigentlich gar nicht so arg ins Detail gehen und ich möchte euch quasi das genießen lassen. Wenn ihr darüber reden wollt oder wenn ihr sagt, ich hätte auch mal Bock auf, so oder ich soll quasi am Ende so wie damals Spoiler-Alert reinhauen und dann noch übers Ende reden oder so. Wenn ihr das wollt, kann ich das gerne in Zukunft wieder machen. Aber ich habe leider im Moment immer mehr dieses Problem, dass ich, sage ich mal, kürzere Manga reviewe und da gibt's einfach nicht so viel zu sagen über das Ende. Das baut sich nicht so lange über Jahre auf, dass ich sage, ich habe jetzt mal Lust darüber zu oder großartig irgendwie was weiß irgendwas das zu oh boah nochmal tut mir leid. Also jetzt ist es nicht so, dass es sich über Jahre aufgebaut hat wie Neon Genesis Evangelion, wo ich dann einfach all out gehe und übers Ende philosophiere und hast nicht gesehen. So ist es halt einfach nicht. Aber drei Bände lohnen sich auf jeden Fall und ja, schaut's euch mal bei Zeiten rein
Und das wäre es eigentlich. Ich bin euer René von der Maison Manga. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht, euch diesen Manga näher zu bringen. Ich hoffe, ihr kauft ihn und gebt dem Ganzen mal eine Chance. Und ansonsten sehen wir uns mit Boichi wahrscheinlich dann irgendwann mal wieder mit einer Sunken Rock Review. Aber die wird jetzt erstmal noch eine Weile dauern, glaube ich. Bis dahin, euer René von der Maison Manga sagt Ciao. Bye, bye.